Ein Häkeltier so herzustellen, dass es kindersicher auch an das Baby weitergeben kann, beginnt schon lange vor dem Häkeln bei der richtigen Materialwahl. Beim Thema Füllmaterial gibt es dann die verrücktesten Empfehlungen, die alte Kissenfüllungen zu benutzen oder ganz günstige Füllwatte vom 1-Euro-Laden zu kaufen. Aber genau diese Füllmaterialien kann ich euch für Spielzeuge in den meisten Fällen gar nicht empfehlen. Bei Kinderspielzeugen achten wir ja nicht nur auf eine saubere und sichere Verarbeitung und feste Nähte, sondern auch auf schadstofffreie Materialien. Ein Dekokissen wird zum Beispiel hergestellt, damit es dekorativ in der Ecke steht. Es ist nicht dafür gedacht, stundenlang von Kindern bepaddelt, angeschmust und im Körperkontakt gehalten zu werden. Heißt, auch wenn per se keine Schadstoffe bewusst eingearbeitet werden, ist es dennoch nicht so hergestellt, dass es zum Beispiel beim Kontakt mit Speichel oder Magensäure standhält. Es so herzustellen, dass es genau diese Kriterien erfüllt, kann unter Umständen die Produktion nämlich erheblich verteuern. Und das will man ja nicht. Man will ja ein günstiges Produkt anbieten. So kommt es, dass ein Großteil der Kissenfüllungen zum Beispiel keinen Nachweis über die Schadstoffbelastung haben oder es sich aufgrund des Alters zum Beispiel eines Kissens gar nicht sicherstellen lässt, ob das mal mit Schadstoffen belastet wurde oder ob es einfach durch Lagerung und Nutzung verunreinigt ist, mit Staub oder mit Milben. Auch wenn die Materialien, die wir hier auf dem Markt haben, durch die europäischen Herstellungsregeln grundsätzlich schadstoffarm sein sollten, kann es trotzdem sein, dass ein solches Produkt Schadstoffe enthält, weil es eben nicht in der EU hergestellt wurde, sondern in einem Land, in dem diese Schadstoffgrenzen nicht überprüft wurden. Beim Import sollte zwar der Einkäufer sicherstellen, dass die EU-Grenzen für Schadstoffe eingehalten werden. Da das aber immer nur stichprobenartig an der Grenze geprüft wird, sehen sich viele Einkäufer nicht in der Pflicht, nach diesen Schadstoffgrenzen zu fragen. Und so kommen durchaus Produkte auf den Markt, die unter Umständen belastet sein können und wo sich beim Kontakt mit Speichel oder auch Magensäure Schadstoffe lösen, die den Kids dann auch echt gefährlich werden können. Bei der Spielzeugherstellung solltet ihr immer Materialien verwenden, die auf Schadstoffe geprüft wurden und entsprechende Nachweise haben. DIN EN 71.3 zum Beispiel ist hier ein sehr guter Hinweis. Bei innenliegenden Füllmaterialien reicht auch schon Ökotex und hier besonders der Standard 100 oder Klasse 1, weil Ökotex auf eine ganze Reihe bedenklicher Schadstoffe schon prüft. Und gut wären natürlich auch alle Materialien, die nach GOTS-Vorgaben hergestellt werden, wobei die im Füllwattebereich eher selten sind. Gerade bei den mega günstigen Läden solltet ihr genau darauf achten, ob es dann einen Hinweis gibt, wo die Füllwatte herkommt. Das steht da manchmal hier Made in India noch drauf. Immer darauf achten, gibt es irgendwo einen Hinweis darauf, dass diese Watte schadstoffgeprüft wurde? Habt ihr Ökotex? Habt ihr vielleicht sogar einen DIN-Hinweis drauf? Dann könnt ihr die Füllwatte auf jeden Fall benutzen, weil sie dann einfach schon den grundlegenden Schadstoffregeln entspricht. Schön ist es, wenn man auf Naturprodukte wie Schafwolle ausweichen kann, denn die fällt bei der Schafhaltung ja immer an. Ist organisch und damit um einiges umweltfreundlicher als Kunstprodukte. Allerdings kann es ein wenig kompliziert sein, hier die Nachweise für Schadstoffprüfungen zu bekommen. Einfach weil Naturprodukte in der Herstellung nicht so gleichbleibend sind wie zum Beispiel Kunststoffe. Der Bauer kann dir zwar sagen, mit was die Tiere gefüttert wurden, wie sie gehalten wurden und ob sie Medikamente bekommen. Schadstoffe könnten aber auch auf anderen Wege, zum Beispiel durch Umwelteinflüsse oder in der Verarbeitung, sich einschleichen. Und das hat er nicht unter Kontrolle. Daher geben die Produzenten von solchen Naturprodukten nur total ungern schriftliche Nachweise raus, weil sie eben nicht sicherstellen können, dass das Produkt dauerhaft die gleiche Qualität und Schadstofffreiheit hat und da kein Umwelteinfluss irgendwelchen Blödsinn gemacht hat. Dritter und sehr wichtiger Punkt ist die Waschbarkeit. Gerade bei Häkeltieren für Kinder kommt es ja doch schnell mal vor, dass der wollige Kamerad erstmal eine Runde im Waschprogramm drehen muss und da sollte auch das Füllmaterial ein wenig was aushalten können. Viele Füllwatteprodukte stoßen hier schnell an ihre Grenzen, wenn die nämlich nur bei 30 Grad oder im Schonwaschgang waschbar sind. Das ist nicht so ganz optimal. Denn neben der Tatsache, dass im Fall einer Magen-Darm-Grippe der Teddy mal eine Runde heiß baden kann, deutet die geringere Temperaturempfindlichkeit natürlich auch, dass beim normalen Waschen mit warmem Wasser die Form des Kuscheltiers sich irgendwie verändern könnte, wenn jetzt dieses empfindliche Füllmaterial mit heißem Wasser in Berührung kommt. Wir kennen das. Einmal das billige Dekokissen in die Waschmaschine und am Ende ist das Innenleben irgendwie geschrumpft und klumpig geworden durch die Wärmeentwicklung und das wollen wir natürlich für die Häkeltiere nicht. Ich selbst bevorzuge Füllwatte aus Polyesterfasern. Die enthält zwar Kunststoffe, ist aber in der Herstellung in der Regel schadstofffrei und sauber. Polyesterfüllwatte gibt es dann in unterschiedlich geprüften Varianten und Formen.
Für softe Füllungen mag ich zum Beispiel so wolkige Füllwatte total gern. Die ist ganz gleichmäßig aufgeschlagen und mega flauschig und hat auch so ein bisschen eine Stabilität und lässt sich gut in großen Flächen verstopfen. Da kann man nämlich einfach so Lappen ziehen und kann die dann aufeinander packen und hat damit ein gutes Füllmaterial. Dadurch, dass die ein bisschen reißfest ist, kommt man mit der Nadel nicht so gut dadurch. Deshalb benutze ich die nicht bei kleinen Amigurumi, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Stäbchen arbeite, weil man damit nämlich total schwer durch die Füllwatte kommt. Und ich dann, wenn ich meinen Stab benutze, um den Kopf zu fixieren, dann mich durch diese Füllwatte durchquälen müsste. Und deswegen mache ich das nicht so gern. Und deswegen ist diese flauschige Füllwatte super für größere Objekte, wo ihr nicht so präzise arbeiten müsst. Ich benutze sie zum Beispiel sehr gerne für die Chenillechen, weil die einfach so ein bisschen eine Fläche hat und dann auch nicht so eben aus den Maschen rauskommt, wenn die ein bisschen gröber sein sollten. Das gibt es natürlich auch nochmal in günstiger und in noch flauschiger. Aber ihr seht schon hier, das ist echt locker, ne? Da fusselt alles auseinander. Und da müsst ihr genau hingucken. Zum einen habt ihr einen unheimlich großen Verbrauch an Füllwatte, wenn ihr so ein luftiges, leichtes Ding nehmt. Weil um eine Fläche zu füllen, müsst ihr natürlich unheimlich viel da reinstopfen, weil sonst bleibt das weich. Die geht auch nicht so schön wieder zurück in ihrer Form, wie jetzt zum Beispiel diese hier, die sich sofort wieder aufstellt. Und deshalb benutze ich die eigentlich am liebsten für so ganz kleine Sachen, wo die Form im Prinzip schon von der Häkelarbeit vorgegeben wurde und wo ich dann nur so ein bisschen was reinstopfen muss, damit es ein bisschen Fläche bekommt. Ansonsten sind solche dünnen Füllwatten nicht so ganz so toll geeignet, weil die halt auch durch die Maschen wieder austreten können. Und ihr seht das ja hier, das ist so ein Fusselkram. Das rauscht halt einfach durch, ne? Da braucht man sich gar keine Gedanken machen, ob das drin bleibt. Meine allerliebste Füllwatte, die ich benutze, das ist die AMF Sensalux. Das sind so kleine Kügelchen hier. Und die verbinden sich halt einfach zu so einer flauschigen Masse. Und die ist nicht nur 95 Grad waschbar und nach DIN EN 71.3 und Ökotex geprüft, das heißt also komplett für die Herstellung von Kinderspielzeugen geeignet, sondern die hat auch dadurch, dass die so Kügelchen hat, so ein bisschen eine festere Oberfläche, obwohl sie trotzdem noch flauschig ist. Die geht super wieder in ihre Form zurück, da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Und das ist die Füllwatte, die ich benutze, wenn ich Filzarbeiten mache. Wenn ich zum Beispiel den Hals anfilze, um den zu stabilisieren, geht das mit diesem Kügelchen am allerbesten. Aufpassen muss man in allen Fällen, wenn man sehr grobe Maschen hat. Also wenn man nicht so fest häkelt oder wenn man mit Chenille und einer größeren Nadel häkelt, dann kann es nämlich sein, dass sich von diesen Materialien hier was löst und durch die Maschen nach außen dringt. Ist mir zum Beispiel mal beim Waschen passiert, da habe ich das einfach ins normale Waschprogramm gegeben und dann hatte mein Chenilletierchen ein bisschen Füllmaterial ausgespuckt beim Drehen. Das solltet ihr natürlich beachten und entsprechend arbeiten, also die Maschen natürlich festarbeiten. Wenn ihr das nicht könnt, habe ich dann hier nochmal ein Video verlinkt, wie man die Füllwatte im Innern so ein bisschen absichern kann, damit die halt eben nicht nach außen treten kann. Und genau das, nämlich dass die Füllwatte austreten kann, ist der Grund, warum man beim Einsatz von Füllwatte am Kuscheltier immer auf geprüfte Materialien zurückgreifen sollte. Denn nicht nur in der Waschmaschine kann sich mal was von der Füllwatte lösen, sondern auch beim Spielen kann mal was durch die Maschen herausrutschen. Grundsätzlich sollte deine Watte also schadstoffgeprüft sein, mindestens nach Ökotex, besser noch nach DIN. Sie sollte formstabil sein und immer schön in ihre Form zurückspringen. Sie sollte gut waschbar sein, also Schonprogramm ist nicht das Richtige für ein Kuscheltier. Auch wenn ihr nur Handwäsche macht, ein bisschen mehr sollte die Füllwatte schon aushalten, damit es einfach schön bleibt. Und natürlich müsst ihr bedenken, wie viel Material ihr davon verbraucht. Wenn ihr so eine ganz fluffige habt, dann verbraucht ihr unheimlich viel Material. Da könnt ihr so einen ganzen Beutel in so ein Amigurumi reinstecken. Bei so einer festeren braucht ihr natürlich etwas weniger Füllmaterial. Und dann reduzieren sich auch die Materialkosten. Meine Empfehlung sind auf jeden Fall hier die AMF-Kügelchen. Die benutze ich total gern. Die gibt es zum Beispiel bei Amazon im Kilobeutel. Die hat Ökotex und DIN EN 71.3. Und das sind so Kügelchen und die ist
hochgradig waschbar. Die Füllwatte von Prim kann ich auch sehr empfehlen. Das ist halt dieses wolkige Material, was so ein bisschen fester ist für größere Arbeiten. Auch nach Ökotex und DIN EN 71.3 geprüft. Allerdings nur bis 30 Grad waschbar. Das muss man im Auge behalten. Eine weitere Empfehlung kann ich aussprechen für die Powerfill von Gläser. Die sieht zwar im ersten Moment aus wie meine günstige Alternative, die ist aber doch um einiges fester. Wenn man jetzt hier mal guckt, ich drücke hier drauf, die ist, da bin ich auf den Fingern und hier habe ich richtig Volumen dazwischen. Das heißt, die ist fester in der Struktur, die lässt sich sehr gut knüdeln und ich habe es auch eben probiert, filzen lässt sie sich auch. Nicht so gut wie die Kügelchen, aber sie lässt sich auch filzen, was auch für mich immer unheimlich wichtig ist. Und sie ist DIN geprüft, sie ist Ökotex zertifiziert und sie ist waschbar bis 95 Grad. Wenn ihr mögt, unten in der Infobox habe ich alle meine Empfehlungen verlinkt und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Häkeln und beim Füllen. Musik.